Moin Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Folge hier Let's Play Alice 19 von der Friesischen Marsch, natürlich eine Vierfachversion 1.2. Ja, nach dem Stream gestern wieder vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für zahlreiche Reinschalten, Liken und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank für ja, alles. Und was machen wir heute Schönes? Wie gestern eigentlich schon angekündigt, haben wir eine ganz nette Ladung hier zusammengestellt mit Fleisch, Wurst, Bierfass und Kiste. Das Ganze wollen wir hier schön gewinnbringend am Stadion verkaufen. Ich muss noch einmal wieder, sag mal, durchmischen. Dadurch speichern gerade, dass alles einmal wieder weg ist. So, ein bisschen höher einfach abladen. Haben wir hier den Trigger, der dürfte auch vergrößert sein, sodass eigentlich alles verkauft werden könnte. So, müssen wir gucken, ob wir hier irgendwie durchkommen. Gelduhr läuft und zwar rennt sie jetzt mal richtig schnell. Die Ladung ist richtig wertvoll. Fleisch bringt gutes Geld, Bier bringt auch gutes Geld. So, dass wir dann locker mit 500.000, 600.000 Einnahmen rechnen dürfen mit so einer fetten Ladung. Dafür haben wir aber auch viel getan. Wir haben viel produziert, wir haben viel hin und her gefahren, die Produktion gefüllt und Fleisch natürlich, die ganzen hier Rinder, die ganzen Zuchtrinder haben wir weggebracht. Also da sollte schon, wie wir sehen, die Gelduhr laufen und sie läuft erwartungsgemäß genau in die richtige Richtung. Ich denke, da wir hier in der Nähe von der Zellstofffabrik sind und wir meistens relativ viel Papier und Karton haben, wäre das auch noch eine Variante für den nächsten Verkauf. 3 Millionen haben wir jetzt. Krass. Ganz, ganz gute Geschichte ist das. Ja, 2.6 der Nordfriesischen Marsch gibt es für diejenigen, die es können. Das kann leider nicht jeder. Produktion abzudaten. Aber es muss ja, wie ich gestern im Stream auch schon gesagt, jeder für sich selbst wissen. Die meisten spielen eben mittlerweile auf der Vierfachkarte und ist auch nachvollziehbar, weil natürlich die Performance technisch eigentlich nicht schlimmer ist, außer das generelle Vierfachproblem. Das ist aber ein generelles Vierfachproblem und nicht jetzt Marsch bezogen. Ich überlege, habe jetzt die Anleitung gekriegt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Habe ich gerade eben zwischen dem Stream und jetzt der Aufnahme kurz mal geguckt. Ist gar nicht so schwierig, dieses Höhenabkippmodell der Karte zu ändern und es zu ermöglichen, dass man in Zukunft ein bisschen höher abkippt. Ich glaube aber, ich werde nur mal einen Meter draufschlagen und mir das Ganze dann mal angucken. Na, guck mal, hier können wir schon wieder ganz schön viel rausholen. 22. Ja, doch, nehmen wir von beiden, ne? Hier würde ich dann aber... Ach nee, warte. Maximum, dann aber 4 weniger. Da müssen da genau 40 Palette stehen, die wir natürlich genau mitnehmen können und zum Baumarkt dann mal bringen. Geld läuft immer noch, wobei das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr hier. Ne? Leider haben wir jetzt den Zeitpunkt verpasst, aber wir sehen es, wir haben auf jeden Fall eine 500.000 eingenommen. Das jetzt war nur noch mal ein kleiner Gärreste-Verkauf. Schade, das war wieder ein bisschen ungeschickt von mir. Vielleicht war es auch, vielleicht habe ich es nur nicht gesehen. Vielleicht habt ihr es gesehen. 3,2 Millionen. Biogasanlage und das große Grasfeld ist mal locker drin. Und ich bin mir nach wie vor noch nicht schlüssig, wie wir jetzt das am besten angehen werden, weil wir das Problem haben, dass ich Fruchtsorten nicht zurückgesetzt habe und das Feld dementsprechend nicht hundertprozentig gut definiert ist. Also eigentlich müsste ich überlegen, einmal mit Terraform-Tool um das Feld 36 rumzugehen und so ein bisschen auf Abstand zu machen. Ist halt auch eine Überlegung, ne? um da wirklich safe zu sein, dass der Kursplay-Helfer ordentlich arbeitet. Einen eigenen Kurs rundherum einfahren ist auch eine Variante. Aber ich habe Bock auf die große Grasgeschichte. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das am blödsten einstelle mit Silos. Ne? Machen wir ein Fahrsilo. Ich hatte eigentlich mehr Bock auf ein Keilsilo. Zwei Sammler, zwei Grassammler, die wir dann immer selbst rückwärts ins Keilsilo ableeren. Ich glaube, so müssen wir das machen. So, auch hier müsste es jetzt eigentlich passen vom Verkauf. So, Bega Nord gehört uns. Das Feld 36 gehört uns. So, dann besuchen wir mal das Feld. Jetzt gehe ich mal kurz in den Landschaftsbau, um mal zu schauen. Ja, mittlerweile kann ich auch die Tasten auswendig. So, switch mal hier rüber. Mal gucken, liebe Leute. Weil wir haben nach wie vor ein Problem, dass einige, das ist zu nah dran, ne? Das weiß ich. Hier ist aber auch blöd, das irgendwie anders zu machen, weil wir ziemlich viel von der Deko dann kaputt machen würden. Also ich tendiere dazu, selbst einzufahren. Einmal rundherum fahren. Ich glaube, das wird da, ja, das machen wir. 200.000 Einnahmen.
Wir fahren einmal rundherum. Aber welchen haben wir denn hier? Den langsamen, ne? Mit dem will ich nicht rundherum fahren. Und der andere ist, glaube ich, ganz woanders gerade. Wir brauchen aber einen mit Pflegebereifung. Also machen wir das einfach mit dem. Das ist ein Düngerstreuer mal hier, wobei den können wir auch mitnehmen. Wir werden jetzt einen eigenen Feldrandkurs aufnehmen für das Feld, was uns dann für 36 als Grundlage gilt für die Kursberechnung. Die Begrenzungsdinger hier sind ohne, also das stört uns nicht. So, fangen wir hier an. Eigentlich egal. Müssen wir schön außen fahren. Also, Kursaufzeichnung beginnen. Mach mal. Bisschen auf Abstand, weil das Feld ist schon groß genug, wenn wir da jetzt nicht komplett die letzte Ecke nachher ausnutzen, macht das, finde ich, nichts. Hauptsache, wir kriegen das Feld nachher schön verarbeitet, ne? Aber auch hier geht es zu nah ran. Hauptsache, wir fallen jetzt nicht auf den Baum. Und so kriegen wir die Wartezeit, Stichwort Keimung, mehr sage ich nicht, vielleicht ganz gut überbrückt, wenn wir hier viel zu tun haben, ne? So, ein bisschen nah ran. Weil das wird er als Außenkante erkennen, er wird nachher nicht darauf fahren, sondern das ist unsere Außenkante. Der Baum ist auch deutlich zu weit im Feld. Hat er auch. Deswegen, also hier die Seite wegfräsen macht auf kurz oder lang auf jeden Fall Sinn, ne? Wir haben nach dem ganzen Kaufgeschichten noch 748.000 über. Chapeau. Da ziehen wir den Hut. Richtig, richtig gut. Noch echt nettes Geld, wo wir ja vielleicht noch eine Produktion von kaufen können. Also hier ist fies die Kante, ne? Der Graben ist tief, vielleicht sollte ich hier ein bisschen mehr Abstand halten. Komisch, auf einmal macht er so viele Punkte, vorher ganz wenig. Aber es ist unser Kurs für Feldrand auf 36. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht die Deko kaputt malen, deswegen machen wir das auf die Art und Weise. Sonst müssen wir zu viel wegnehmen. Und so haben wir nachher wahrscheinlich überall immer einen kleinen Rand stehen. Lassen wir überall einen kleinen Rand stehen, aber das verkraften wir schon. Hat gibt es wieder ein bisschen Geld, wahrscheinlich den Gärreste verkauft. Dann haben wir noch Düngermissionen, die wir, wie gesagt, starten wollen gleich. Da müssen wir aber auch nochmal wieder für kalkulieren. Aber erstmal wollte ich dieses hier zumindest mal schon mal aufgenommen haben. Ne? Der Big M wartet eigentlich nur auf seinen Einsatz, hier mal ordentlich zu mähen. Ich tendiere beim Big M aber aktuell auf Breitablage. Wir haben natürlich das Problem, wir kriegen relativ schnell Heu, ne? Wohl eigentlich noch nicht. F36 Feldrand. Vielen Dank. Gut gemacht. So, hier haben wir eine Mission zu erledigen. Das Feld haben wir aber noch nicht kalkuliert. 37, ein Vorgewende, scharf.
bisschen weniger. Generiere Feldrand. Kurs. Am ersten Wegpunkt hat er drin. 37 düngen. Und wir haben noch einen Düngerstreuer irgendwo rumstehen, hier unten eher, ne? In der Region 49. Auch der soll gerne gleich in Einsatz. Wir spielen noch auf mal 1, ich gehe mal wieder auf mal 5. Solange wir noch nicht mähen, gehen wir auf mal 5. Wenn wir anfangen zu mähen, würde ich wieder runtergehen von der Zeit wahrscheinlich. So, die 49 wollen wir auch hier gleich mal kalkulieren. Erstmal rausschmeißen, weil wir noch F4 drin haben. Auch ein vorgewendetes Schaf. Bisschen weniger. Und Kurs. Den nehmen wir. Speichern. F49. Düngen. Erster Wegpunkt. Fettarbeit ist drin. Muss er tanken. Ja. Bevor es wieder heißt, tank deine Fahrzeuge. Ja, ich tanke. Warte, ich fahre rüber zur Tanke. Bietet sich ja an gerade. Die ist auch echt schnell. Highspeed Dieselbefüllung. Ja, aber jetzt erster Wegpunkt und viel Spaß. Ne? Viel Spaß beim Düngen. Gut, liebe Leute. Wie sieht es hier aus? Flüssigdünger 70.000. Da müssen wir einmal den Gärrester Heini holen, der eine Ladung davon verkaufen fährt. Muss der nicht auch mal fertig sein mit Gärresten? Ja. Denke schon. Den haben wir hier anzeigen lassen, ne? Rechte Maustaste, sind sie wieder weg. Das Feld ist ja auch fertig, das kleine hier, ne? Da kann man natürlich auch eins oder zwei Ladungen Gras wegsammeln. Kommen auch wieder gut Geld dann zusammen. Also die 1 Million ist schon wieder fast also erreicht. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, wir könnten noch ein bisschen Pellets oder irgendwas verkaufen. Schauen wir, dann sind wir wieder safe. Aber tut auch nicht Not. Flüssigdünger wird auch Geld bringen. Das soll wohin? Und dann müssen wir bald mal in zum Beispiel Obstproduktion oder irgendwas investieren, finde ich. Getreide AG. Na, na toll. Wieder ganz weit weg. Verkauf. Getreide AG. Wird's ja nix. Dann sind auch 70.000 Einnahmen circa. Aber warte. Oh, guckt euch mal an, der hat nur noch 7 Liter Sprit drin. Das wäre fast schief gegangen. Ja, ich sag, ihr habt es ja auch mehrmals gesagt, ich muss ein bisschen besser darauf achten, wie viel Sprit da drin ist. Also der Wert tatsächlich war knapp an der Grenze, ne? So, unser verbesserter Big M. Ich überlege schon fast einen zweiten zu kaufen. Aber ich glaube, die Geschichte schaffen wir noch mit einem. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen mit diesem Thema kippbare Haufen, ne? Weil wir müssen das Silo jetzt setzen, dann müssen wir aber auch die Wände beim Silo ein bisschen erhöhen. Ach, ich weiß noch nicht.
Oder wir lassen das doch so, wie es ist, obwohl ich es eigentlich cool finden würde. Ein bisschen höher, finde ich, sollten die Abkipphaufen schon sein. Fahr erstmal zum Feld. Wenn wir uns immer noch überlegen. Und wir überlegen weiter, was die Keimung macht, ne? 10 Grad Boden. Seasons Menü mal anschauen. Also da sind die Tiere, alles noch, nichts ist im grünen, roten Bereich. Mir geht es aber ums Wetter, ne? Maximale, ja, wird ein bisschen wärmer heute Nachmittag. Da müssten wir heute Nachmittag echt nochmal steigen. Hier haben wir echt Heutrocknung drin. Das ist blöd. Heute Nachmittag ist Heutrocknung. Also wir haben noch diesen Tag und wir haben auch den nächsten Ingame-Tag. Wenn aber tatsächlich am nächsten Morgen noch nichts gekeimt ist, tendiere ich dazu. Wir haben fast gar keine Möglichkeiten mehr, ne? Sonst andere Früchte, die noch später sind. Ölrettich, Pappeln, Gras. Ja, Sojabohnen oder Mais, ne? Es ist schon, ist, also die darf man im Anfang Sommer noch anpflanzen, weil die Erntezeit bei denen ist sowieso spät. Ist ja sogar bis in den ersten Winter hinein, solange es da wahrscheinlich nicht schneit. Das ist ein bisschen Glücksspiel. Gute Frage, ne? Gute Frage, die Leute. Ja, und dann Gras sammeln. Mit denen wohl. Den beiden Sammlern. Und dann rückwärts selber abkippen, so kann ich mir das vorstellen. Nehmen wir mal wegen, weiß ich noch nicht genau, was für ein Gespann wir nehmen. Vielleicht einen John Deere, einen Fendt. Oder einen John Deere, einen Klaas, weil die beiden Fendt letztes Mal relativ viel gearbeitet haben. Weiß ich noch nicht genau. Die dann den Abfahrer machen. Den Kursplay-Kurs abfahren. Und ich hole sie dann nur voll ab, oder wie? Ich krieg, da habe ich noch keine Ahnung von und mich ehrlich gesagt noch nicht mit auseinandergesetzt, wie ich Courseplay mit AD dann kombiniere. Und das Ding ist ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein Fett-Silo platzieren, Fett-Mods. Und dann hätten wir hier so ein großes doppeltes Keil-Silo zum Beispiel, was natürlich hier gerade so reinpasst. So. Wenn wir das jetzt ein bisschen höher machen, das wäre schon cool. Das ist jetzt sozusagen auf 4 Meter Höhe getrimmt. 5 Meter sollte das schon hoch sein. Ich könnte auch sagen, dass ich erstmal die Karte nur auf 5 Meter hoch mache. Das Silo aber so bleibt. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel höher das über die Mauer geht, ob das dann blöd aussieht oder ob es gut aussieht. Ne? Weil nachträglich die Mauern erhöhen, ist nicht das Problem. Und Abkipphaufen, weiß ich nicht genau, ob ich da die Karte für zurücksetzen muss. Das müsste man auch noch mal sehen. Ich würde das jetzt einfach mal reinplatzieren. Entweder dieses Doppelte oder halt ein einzelnes Großes. So ein bisschen länger als das andere. Man könnte dann aber zum Beispiel noch irgendwas anderes daneben packen. Fermenter zum Beispiel. Für schlechte Zeiten. Nein, ich mache so eins. Würde auch gehen. Kann man hinten gerade noch rein und raus fahren. Aber ich habe Bock auf Keilsilo hier. Unten Vega Süd werden wir wahrscheinlich Durchfahrsilo machen. Hier machen wir Keilsilo. Ganz einfach. So. Da sitzt es. Die Spritze, ja, theoretisch hat sie noch Einsatzzeiten verdient, ne, sobald wir irgendwo wieder groß Unkraut spritzen müssen, aber wir müssen auch mal dran denken, dass wir Fahrzeuge wieder ein bisschen aufräumen, weil wir hatten das mal so schön aufgeräumt vor einiger Zeit und mittlerweile kommt schon wieder so ein bisschen Wildwuchs rein. Was einfach heißt, dass es schon wieder ein bisschen viel Chaos wird mit der Zeit. Also, Maishäcksel, ne? Ich habe richtig Bock auf eine große Häckselaktion. Ich habe aber eben auch noch Bock, fällt mir mal so ein, uns den Glashäcksler zu kaufen und mit dem Graspickup abzufahren. Wisst ihr, wie ich meine? Cosplay fahren lassen, uns den hier gönnen, uns den Pickup gönnen, haben wir den hier gar nicht, das ist doch den hier, ne, den hier gönnen, den hier, wollen wir eh haben. Ich finde es immer das gewöhnungsbedürftig, finde ich, mit diesem Bandlaufwerk, aber möchte ihn gerne haben.
Entladerohr, langes Entladerohr. Ja, wahrscheinlich machen wir lieber ein langes Entladerohr. Und dann abfahren. Mit dann eben nicht mit den beiden Sammelanhängern, sondern mit den beiden Bergmann-Anhängern. Ich glaube, das machen wir so. Dann fährt der Courseplay Hexler fährt auf dem Weg von dem Big M. Oder der Big M macht jetzt Breitablage. Wir lassen sogar noch den großen Schwader hinterher fahren, machen eine große Schwadreihe. Dann im weichen Modus, damit er schöne Kanten macht und mit dem Big M. Ja, der wird sich wahrscheinlich häufig festfahren. Wir haben tatsächlich ein bisschen Sorge um den Graben an der Seite. Der ist ziemlich tief. 33 muss auch noch gemäht werden. Stimmt. Ich habe ihn jetzt nur zu 36 fahren lassen. Ne, ich habe ihn zu 37 fahren lassen. Okay. Wollte ihn aber eigentlich zu 36 fahren lassen. Gut, das Thema ist fürs Wochenende, ne? Ich überlege noch ein bisschen. Ihr könnt mir auch gerne noch Tipps in die Kommentare reinschreiben. Stichwort. Crossplay Autodrive Kombi, was auch immer. Aber ich denke schon, dass ich selber rückwärts reinfahre, rückwärts ranstoppe und das dann da abkippt. Und ich werde in den Einstellungen. Alter. Gut, danke. Ich werde in den Einstellungen auf jeden Fall schauen, dass ich 1 Meter drauf packe. In der Höhe. Wir gehen 1 Meter über die Wände. Auch nicht unbedingt unrealistisch. Dass die Silage ein bisschen über die Wände hinausgeht. Sogar deutlich realistischer, als dass es exakt mit der Wand endet. Und bei 5 Meter Höhe ist, finde ich, noch, also ist immer noch ein gesundes Mittelmaß. 7 Meter ist auch realistisch, gar kein Ding. Und 9 Meter geht auch, aber 5 Meter wäre mal so ein, wäre mal so für den ersten Start. Und dann auch mal gucken, was ihr so alle sagt, denn, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Da haben wir was vor hier, ne? Also Big M muss, ja. Da bin ich mir tatsächlich immer noch nicht ganz schlüssig. Wo bin ich mir nicht schlüssig? Thema ist, ob man Big M und dann noch einen Spar darüber schickt. Oder ob wir nur den Big M-Kurs nehmen, dann aber nicht unbedingt auf scharf, sondern auf weich. Dann bleibt ein ganz bisschen Gras in den Ecken liegen, aber es ist schöner zum Fahren und die Wahrscheinlichkeit, dass einer im Graben landet, ist geringer. Das muss man ganz klar so sagen. 660.000 haben wir, das Fahrsilo hat natürlich auch ein bisschen was gekostet. Ist aber, also ne, hier ist auf jeden Fall Platz für viel, viel Grassilage. Reicht vielleicht für den ersten Schwung gar nicht, aber müssen wir mal gucken. Und die BGA wird dann erst auch im nächsten Jahr wahrscheinlich so richtig aktiv werden. Aber ich sehe, die Zeit läuft mir schon wieder davon, liebe Leute. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Morgen geben wir dann wahrscheinlich auch wieder Geld aus. Oder übermorgen, naja, vielleicht doch morgen kriegen wir schon hin. Eigentlich, der hier, wo ist der denn wohl? Der hat doch noch nicht verkauft, ne? Dann müssen wir dringend mal wieder aufräumen. Der. Das ist nicht gut. Ich wollte den LKW auffüllen. Ihr seht aber, was passiert ist, ne? Der Flüssigdünger ist weg. Dafür hat er jetzt Diesel im Tank. Hat er sich hier wieder rausgeholt. Das ist auch nicht wieder zurück, ne? Wir haben 70.000 Flüssigdünger verloren. Finanziell werden wir es verkraften, aber das ist komisch. 351.000. Das ist ja komisch. Und blöd. Echt jetzt? 70.000 Flüssigdünger ist weg. 70.000 gut schreiben? Naja, komm. Also, das ist komisch. Verstehe ich nicht. Egal. Dauert zu lang. Bis morgen und tschüss.